hier in Japan ist schon Feierabend und bei Ihnen in Deutschland, da ist jetzt Feiertag, außer wenn Sie in Hamburg oder ich weiß nicht, in welchen Bundesländern leben, wo Sie jetzt heute da nicht in den Genuss kommen. Aber ansonsten, Sie sehen, hier ist es schon dunkel, der Feierabend ist schon da. Die Börse war hier durchaus positiv in Asien generell, in Tokio ebenfalls. Also wir haben hier teilweise 1-2% ungefähr an Zugewinn gehabt an, naja, den relevanten typischen Börsen, Tokio eben, Hongkong, Shanghai. Also da war durchaus nicht so die schlechte Voraussetzung für die Märkte da. Ob sich das widerspiegelt in Deutschland, das werden wir dann noch sehen. Im Moment druckst der DAX noch so ein bisschen rum, aber insgesamt kann man sagen, dass zumindest mal der freie Fall, den wir hatten, bislang mal aufgefallen oder aufgefangen ist. Jetzt die Überlegung, soll man gleich long gehen? Und eine nicht uninteressante Frage, wie sieht es denn mit unserer Short-Position aus, die wir ja eingegangen sind hier im Trade des Tages? Die läuft immer noch, die ist ja etwas größer dimensioniert. Das heißt, diese kleinen Schwünge, die wir jetzt zwischendurch haben, die sollen dafür eigentlich gar keine Rolle spielen. Wir haben da noch mehr in petto und tatsächlich sehen wir ganz gute Chancen, dass der Kurs letztendlich sogar noch bis 12.000, sagen wir mal 400 in etwa runtergeht. Darf sogar noch ein bisschen mehr sein und wenn wir Glück oder Pech, diese Entscheidung überlasse ich Ihnen, kann es sogar deutlich noch mal mehr werden. Aber das müssen wir nicht heute festlegen. Kurzfristig sieht es erstmal danach aus, als ob der Markt zumindest mal nicht ganz schlecht unterwegs ist. Also wir dürfen auch damit rechnen, dass es noch mehr wird. Was ich eben noch gesehen habe, war so dieses letzte Ende. Das ging so latent nach unten hängend und hat, naja, sagen wir mal, dementsprechend Chancen, dass sich das noch mal fortsetzt hier auf der kleineren Zeitebene. Das müssen wir uns mal im Laufe des Nachmittages angucken. Bevor ich auf unseren Trade des Tages für heute gucke, im Laufe des Nachmittages angucken, das ist nämlich mein Stichwort, denn zusammen mit unserem Sponsorpartner haben wir heute eine Aktion. Es ist Feiertag, das muss man doch mal nutzen. Wir werden heute 2 Live-Tradings anbieten. XTB, unser Sponsorpartner, bietet das an. Gucken Sie auf der Webseite von unserem Sponsorpartner dort im Bereich Ausbildung, Webinare, Sie finden das schon. Da gibt es, wie gesagt, diese 2 Live-Tradings, wo ich persönlich direkt am Chart operieren werde und einerseits Ihnen zeige, wie ich es mache, was ich mache und sofern der Markt die entsprechenden Situationen eben uns ermöglicht, dann mich positioniere in die eine oder in die andere Richtung. Das werden wir dann sehen. Das wird natürlich zugegeben etwas kurzfristiger sein, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie das einerseits übertragen können auf Ihre Zeitebene und umgekehrt, wenn Sie jetzt sagen, Trade des Tages, ich finde den ja vielleicht nicht so schlecht. Ergebnis war ja nicht ganz ohne, bis jetzt relativ gut, muss man sagen. Aber wenn Sie sagen, ich würde gerne noch ein bisschen mehr auch Intraday machen, dann zeige ich Ihnen, wie Sie das, was wir dort anwenden, durchaus auch auf kleinere Zeitebenen eben bringen können. Ein bisschen, dass Sie ein besseres Gefühl dafür bekommen. Also dementsprechend sich da noch kurzzeitig anmelden. Insbesondere für diejenigen, die jetzt den Trade des Tages ja schon abonniert haben. Es ist ja eh kostenfrei, deshalb nutzen Sie das Ganze. Damit Sie auch heute noch versorgt werden, haben wir gerade in Vorbereitung, das dürfte in Bälde also dann online gestaltet werden, unsere Trade-Idee, die wir bei Rohöl aktuell sehen. Denn da sehen wir eine aktuelle Chance in der Marktsituation. Die sollte man vielleicht nicht verpassen. Deshalb, wenn Sie Spaß dran haben, wenn Sie sagen, das würde ich auch gerne mal sehen, mit unseren ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken, wo wir reingehen, wo wir rausgehen, wo wir Gewinne mitnehmen, wenn es uns vergönnt ist, oder naja, wo wir eben Verlust realisieren, wenn es dann mal doch nicht klappt. Das geben wir Ihnen jeden Tag, nicht nur heute jetzt mit dem Crude Oil, sondern jeden Tag mit unserer Trading-Idee des Tages dann entsprechend wieder. So, dementsprechend will ich gar nicht mehr jetzt reden, denn ich muss mich jetzt vorbereiten. Noch ein paar Meter muss ich noch mich auf den Weg machen, um dann für Sie gleich hier mit dem Live-Trading unterwegs zu sein. Da sehen wir uns sehr gerne wieder, wenn Sie dann mögen. Ansonsten wahnsinnig gerne hier im Rahmen des Trade des Tages, heute oder die nächsten Tage immer wieder. Vergessen Sie nicht, sich anzumelden. Wie gesagt, es ist kostenfrei und Sie kriegen regelmäßig unsere Informationen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.